Ahoi und willkommen zurück zum Thema weiblicher Neurotizismus. Es ist ein kleines Potpourri an Themen und Gedanken, die ich hier zusammenstellen will. Wir werden uns ein Video von Bonelli angucken zum Thema Lebensglück, also ein Teil davon. Wir werden uns einen Teil eines Wegnen-Videos ansehen, nur ein paar Minuten, wo es darum geht, wie sehr Angststörungen und Depressionen zugenommen haben und wie nah Angststörungen am Narzissmus dran sind. Weil letztlich bin ich natürlich nach meinem Video, sind alle Frauen, modernen Frauen, Narzisstinnen. Wie ist die Abgrenzung vom Solipsismus zum Narzissmus? Hier weitere Spurensuche betreiben will. Gleich mal am Anfang den Disclaimer für die nicht alle Polizei, ja, nicht alle Frauen und so weiter. Es soll auch nicht nur um das Geschlechterthema gehen, es geht auch um die Metaebene. Insofern lege ich einfach mal los. Ich habe das Video schon mal aufgezeichnet und habe vergessen, das Mikrofon anzumachen. Schrecklich, wieder so ein Amateurfehler. Aber gut, jetzt muss ich es nochmal alles zusammenkriegen, was ich hier so an Schnipseln zusammengesammelt habe. Gut, also wir sehen die Big Five der Psychologie, nach der Persönlichkeitsmatrix wird auch bewertet. Die habe ich, glaube ich, mal gezeigt, aber das ist allgemein bekannt. Dann kommen wir mal auf den Geschlechteraspekt zu sprechen. Ja, hier können wir die Big Five nochmal ein bisschen weiter unterteilt sehen. Und hier auf der rechten Seite in dicken schwarzen Zahlen sehen wir die spezifischen Unterschiede in den Persönlichkeitsfeldern. Begeisterung, Frauen sind begeisterungsfähiger. Ja, mag sein. Durchsetzungsvermögen nur ganz gering, weniger. Das finde ich interessant. Da hätte ich mehr erwartet. 0,09 ist echt kaum signifikant. Mitgefühl, ja, 0,45. Wobei wir aus Neurologie 3 wissen, dass das Mitgefühl sehr drastisch zurückgeht, wenn man die Dopaminrezeptoren, die Belohnungsrezeptoren, die Frauen für altruistisches Verhalten im Gehirn haben, blockt. Nun gut, so viel zum Zynismus. Außerdem ist Mitgefühl ja nicht Empathie. Das finde ich gut, dass es hier abgetrennt ist. Zu dem Thema, was ist eigentlich Empathie, werde ich, denke ich, im nächsten Video mal kommen. Und die Unterteilung wird häufig gern verwechselt. Naja. Höflichkeit, ja gut, das Politbüro, da haben wir es, 036. Ordentlichkeit, ja, die Höhle sauber halten, da kommt das weibliche Angstwesen aus Neurologie 1 bekannt, das hier auch ganz wichtig ist, das sehe ich als Voraussetzung, um das hier zu verstehen, das sollte man gesehen haben. Volatilität, ah ja, Rückzug, Intellekt, minus 0,22, ja, nicht groß, aber Offenheit, ja, okay, klar, mit Menschen, logischerweise, das Überleben hängt vom Stamm ab, Extraversion, ganz geringer Unterschied, Verträglichkeit, natürlich auch hier, ja, man muss sich mit dem Stamm arrangieren, mit den Menschen, man muss verträglich sein, Politbüro auch im weiteren Sinne, um zu überleben. Und der Wert, um den es eigentlich geht, der anders ist, die Neurotizität. Ja, auch klar Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Dann gehen wir mal darauf ein, in die Wiki, was ist überhaupt Neurotizität? In der Psychologie wurde Neurotizismus als grundlegendes Persönlichkeitsmerkmal angesehen. Zum Beispiel sind im Big Five-Ansatz der Persönlichkeitsmerkmalstheorie Personen mit hohem Wert für Neurotizismus überdurchschnittlich wahrscheinlich launisch, erleben Gefühle wie Angst, Sorge, Wut, Frustration, Neid, Eifersucht, die narzisstischen Tugenden, Schuld, Scham, depressive Stimmung und Einsamkeit. Es wird angenommen, dass solche Menschen schlechter auf Stressoren reagieren und interpretieren gewöhnliche Situationen wie kleinere Frustrationen eher als hoffnungslos schwierig. Sie werden als oft selbstbewusst und schüchtern beschrieben, da ist die Egodystonie, die da nämlich drin steckt in der Angst, und neigen dazu, Schwierigkeiten zu haben, den Drang zu kontrollieren, Befriedigungen hinauszuzögern. Aha, ich muss nochmal shoppen, könnte ich jetzt ketzerisch sagen. Auch wenn es natürlich auch neurotische Männer gibt, ohne Frage. Sagte ich ja eingangs, nicht alle Polizei muss ich ja nicht ständig erwähnen. Aber ich versuche hier Unterschiede rauszuarbeiten. Es wird angenommen, dass Menschen mit hohem Wert auf dem Neuroindex einem Risiko ausgesetzt sind, häufig psychische Störungen, Stimmungsstörungen, Angststörungen und Substanzgebrauch Störungen zu entwickeln. Ja, ich greife mal vor. Neurotizismus ist der Indikator überhaupt für alle psychischen Krankheiten, die Dimension. Auch für dissoziative Störungen, dazu kommen wir gleich. Was erstmal hier aber noch sehr interessant war, ja, hier ist es nochmal, es korreliert klar mit Angststörungen und schweren depressiven Störungen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Da gibt es eine schöne Karte, wie man sieht, wie sich das so über die Zeit entwickelt hat, so global, jetzt unabhängig vom Geschlecht. Angststörungen bis hin zu Psychosen und Schizophrenie. Ja, da habe ich auch was Schönes gefunden. Ja, hier, ja, meine These, alle Frauen sind ein Stück weit Borderline. Narzissmus und Borderline können wir hier schön sehen. 0,34 ist ja auch Logo, weil von der Neurose zur Psychose,
Darum geht es ja, es ist ja die Grenzlinie, ist es dann auch nicht weit. Letztlich hatte ich es schon mal gesagt, handelt es sich um eine Ich-Schwäche. Aber wir waren hier. Ja, Essstörung, bipolare Störung, also so ungefähr alles. Die Evolutionspsychologie, genau. Das muss ich jetzt nicht vorlesen, das hatte ich in einem anderen Video mal erklärt. Die These mit den Warriors und den Warriors, also den Ängstlichen und den Kriegern, dass die Evolution das so eingerichtet hat, eine gewisse Neurotizität eben ein überlebensförderndes Merkmal war. Ja, also die These ist, dass es zwei ökologische Nischen gibt, eben eine, wo Prosperität ist, wo es sich lohnt, rauszugehen und die Welt zu erobern, Amerika oder so. Und dann brauchst du Leute, die mutig sind, Männer. Nein, aber auch Frauen. Aber hauptsächlich natürlich Männer, die dann die ökologische Nische erschließen und ja, dann gibt es die depressiven, ängstlichen, neurotischen Typen, die dann eben in der Höhle bleiben. Und wenn die ökologische Nische besonders gefährlich ist und besonders wenig Überlebenschancen bietet, dann ist das ja ein Überlebensmerkmal. Insofern hat die Natur dann angeblich ein empfindliches Gleichgewicht gemacht, was zwischen Mann und Frau natürlich auch sehr klar rauskommt, wer dann was von beiden ist. Aber auch global in der Bevölkerung gibt es ja die These, dass die ganzen Warrior, die ganzen Krieger sozusagen in die neue Welt gegangen sind und wir sind hier als ängstlich-depressive, co-abhängige übrig geblieben. Und die These fand ich richtig gut, die Theorie des Terrormanagements. Ich hatte ja das Video zu, wie der Genozentrismus uns zum Untergang bringt, also diese Abläufe, in denen Zivilisationen kollabieren, also starke Männer schaffen gute Zeiten schaffen schwache Männer schaffen harte Zeiten. Kurz zusammengefasst. Nach der Terrormanagement-Theorie wird Neurotizismus hauptsächlich durch unzureichende Angstpuffer gegen unbewusste Todesangst verursacht. Diese Puffer bestehen aus kultureller Weltanschauung, die im Leben einen dauerhaften Sinn verleihen, wie soziale Kontinuität über den eigenen Tod hinaus, zukünftiges Vermächtnis und Überzeugungen nach dem Tod, ein Gefühl des persönlichen Werts oder das Selbstwertgefühl im Kontext der kulturellen Weltanschauung ein dauerhaftes Sinngefühl. Während TMT den üblichen Darstellungen der Evolutionspsychologie zustimmt, dass die Wurzel des Neurotizismus beim Homo sapiens oder seinen Vorfahren wahrscheinlich in der adaptiven Empfindlichkeit gegenüber negativen Ereignissen liegen würde, postuliert sie, dass der Neurotizismus enorm zugenommen hat, sobald der Homo sapiens ein höheres Maß an Selbstbewusstsein erreicht hat und zu einem großen Teil geworden ist, so Zwickel. Ein nicht adaptives Nebenprodukt unserer adaptiven Intelligenz, was zu einem lebenden Bewusstsein des Todes führte, das andere adaptive Funktionen zu untergraben drohte. Diese übertriebene Angst musste daher durch intelligente, kreative, aber weitgehend fiktive und willkürliche Vorstellungen von kultureller Bedeutung und persönlichem Wert abgepuffert werden. Da hochreligiöse oder übernatürliche Vorstellungen von der Welt kosmische persönliche Bedeutung und buchstäbliche Unsterblichkeit verleihen, gelten sie als die wirksamsten Puffer gegen Todesangst und Neurotizismus. Historisch gesehen wird daher angenommen, dass der Übergang zur materialistischeren und säkulären Kultur beginnt im Neolithikum und kulminierend in der industriellen Revolution den Neurotizismus verstärkt hat. Die von mir erläuterte Ich-Schwäche, ja, wenn die Über-Ich-Werte nachlassen und dann nur noch Es-Werte zählen, Hedonismus, Nihilismus, ja, kein Weltanschauungskonzept mehr da ist, leidet das Ich, ja, man gibt sich den Trieben hin. Außerdem hat das Gehirn trotz dem ganzen Fortschritt und all diesen Einfachheiten, die das Leben heutzutage bietet, auf einmal viel zu viel Zeit. Das ist ja ein Problemlöserapparat, der wahnsinnig gut Probleme und Muster erkennt, weil das fürs Überleben wichtig war. Und wenn der nichts zu tun hat und sich um sich selbst dreht, dann wird er immer neurotischer. Das wäre meine These dazu. Kann man an vielen Stellen schön beobachten. Ja, fand ich interessant. Zum Stützen meiner These aus diesem Video. Ja, und die Urangst letztendlich ist die Todesangst, das ist klar. Wenn du zu tun hast, dann kannst du dir nicht so viel Sorgen machen ums Sterben, weil das tust du dann sowieso und wahrscheinlich relativ früh, wie es früher war. Daher warst du beschäftigt mit Ackern und heute erstarrt dich sozusagen die Angst vorm Tod schon vorher. Und natürlich noch viele andere Ängste. Ja, wir bestehen praktisch nur aus Ängsten. Einer der größten Treiber ist die Angst vor Fehlentscheidungen. Ich könnte so viele nennen. FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, irgendwas zu verpassen. Ja, die ganze menschliche Existenz ist psychologisch betrachtet basierend auf Ängsten gelagert. Auch das Grundmodell, was ich in anderem Zusammenhang schon mal gezeigt habe, ne? Auch hier kann man schön sehen. Das ist jetzt das tiefenpsychologische Modell. Ach, da fehlt echt das untere. Ha. Da habe ich das falsch kopiert. Hier unten würde man jetzt sehen, ein Strukturniveau, dass die frühkindlichen Ängste, wenn das Ego sich ausbildet, sozusagen immer kleiner werden und die Struktur des Ichs immer größer werden. Schade, das hätte ich jetzt gern gezeigt. Aber gut. Ah ja, und hier sind nochmal ein paar Urängste: Schizoid, die Angst vor Hingabe, depressiv, die Angst vorm Werden, zwanghaft, die Angst loszulassen, hysterisch, die Angst vor Verbindlichkeit in der alten freudischen Lesart.
Nun gut, Neurotizismus, das ist eine Untersuchung über Dissoziation. Ich war in dem Zauberwald auf der Spur als dissoziativer Coping-Mechanismus, auch gleich der narzisstischen Fantasieverteidigung, die ich jetzt nicht weiter erklären will, aber das ist ein bekanntes Konzept, starke Dissoziation, zu der wir später noch ein interessantes Video sehen werden, kann dazu führen, dass man bis in die Fantasie rein dissoziiert. Ja, der Narzisst lebt praktisch in der Fantasiewelt und der Zauberwald hat dieselben Anlagen. Nun gut, aber was sich hier praktisch rausstellt, ist, wir können das übersetzen, nee, können wir nicht übersetzen, dass Dissoziation ganz stark mit Neurotizismus eindeutig korreliert, auch ganz klar. Und auch mit der Hysterie, weil Hysterie ist ja der alte Begriff, der alte freudianische Begriff. Hystera ist der Uterus für dissoziative Erkrankungen, wurde später zu Histrionik, aber es umfasste mehr eigentlich das, was wir heute als Cluster B kennen, ja, der sich auszeichnet durch starke Dissoziation, wo am stärksten dissoziiert wird. Zudem kriegen Frauen sechsmal häufiger Diagnosen bezüglich dissoziativer Störungen. Andere Studien besagen neunmal, sechsmal habe ich bei Richard Grennan persönlich mal im Livestream erfragt. Ehrlicherweise gibt es natürlich auch Studien, die besagen, dass es keine Unterschiede gäbe. Ich wäre da skeptisch, aber gut, ich bin auch gebiased. Ich habe ja meine Zauberwald-These. Ah ja, hier hatte ich noch ein nettes Bildchen. Übliche Zeichen der Neurose: Konflikt, der ausgelöst wird durch mangelnde emotionale Resilienz. Ja, ich sage nur Schneeflockengeneration, ich schwäche, ja, bereits Sprache verletzt mich. Es gibt den schönen Spruch im Englischen: Stick and stones can hurt my bones, but words can't hurt me. Genau. Und dann gibt es ein schönes Video, das zeige ich jetzt nicht, wo einer genau den Spruch gebracht hat und das Ding geendet hat mit: Und es gibt nichts, was eine Feministin nicht triggern könnte. Und sie war natürlich sofort getriggert. Also, dass alle Schneeflocken und Empfindlichkeitsmenschen wahnsinnig schwache Resilienz haben heutzutage. Da muss man ja nur den Fernseher anmachen und bereits schon Word policen wollen, Triggerwarnungen einbauen wollen, die nachweislich lustigerweise schädlicher sind als das, was man dann später sieht. Ja, also das ist im Zeitgeist wahnsinnig gut zu sehen. Kodependent, logischerweise abhängig von anderen, von Validierung steht hier auch. Constant need of validation and reassurance, natürlich klar, große Ego-Dystonien. Perfektionistisch, das hatten wir schon beim weiblichen Angstwesen, hohe Neurotizität, hoher Perfektionismus, klar, auch angelegt an sich selbst, klar, dadurch Ego-Verschiebung, aber auch in Form der hypergamen Neurose natürlich an den anderen, der die Ego-Lücke füllen soll, der ja noch viel perfekter sein soll, weil ich es ja eigentlich nicht bin oder nicht davon überzeugt bin, auch wenn ich so tue hinterm Make-up. Ja, hier haben wir Making it known, their stress to others. Also es den anderen klar machen, dass man gestresst ist. Ja, das ist dieser Äquivalenzmodus, den wir aus dem Borderline kennen. Meine Gefühle sind die absolute Realität und ich externalisiere sie narzisstisch auch noch auf die Umwelt. Ihr habt meine Gefühle zu respektieren. Ja, da sind wir ja auch genau beim Zeitgeist angekommen. Wenn du nicht so redest, wie ich will, dann kommt die spanische Inquisition in Form der Cancel Culture und hack dich mal weg. Wenn wir jetzt mal ein bisschen hin und her springen zwischen Individualpsychologie und Sozialpsychologie. Und losing control of emotions in a serious conversation. Das war ja genau das, was ich ansprach. Schneller Kontrollverlust von Emotionen in seriösen Konversationen. Ja, das sind so alles typische Anzeichen, die kann man ja auch wunderbar bei Frauen feststellen, bei modernen Frauen besonders und auch bei psychologisch auffälligen. Nun, die ganze Linke und Woke-Bewegung und so weiter hat wohl, wie viel, eine vierfach erhöhte Wahrscheinlichkeit für alle Psychopathologien. Sie sind halt besonders sensibel, dass der Neurotizismus hochgeht. Ich glaube, das ist unumstritten, auch wenn ich leider keine Studie gefunden habe und keine schöne Darstellung, wie er steigt. Deswegen musste ich auch was anderes zurückgreifen. Hier kann man mal die offiziell gemeldeten Anzahl der mentalen Störungen sehen. 2019, vor der Pandemie. Ja, Deutschland geht noch angeblich mit 15, Amerika 17. Das kann man sich jetzt vorstellen. Also die Studie habe ich nicht rausgesucht, aber da gab es Schätzungen, wie weit das durch Corona und Co. hochgegangen ist. Und muss gewaltig sein. Und das sind nur die gemeldeten Fälle. Iran, da ist auf jeden Fall heftig was los. Australien, das absolute neurotische, woke, feministische SHIT-Hole. Die auf ihrer Insel sind richtig am Durchdrehen. Ich meine, die haben ja auch Virus-Internierungslager gebaut. Wundert mich alles nicht. Ja, Westeuropa sowieso, der Westen, klar. Wen wundert's? Ah ja, hier kann man nochmal sehen. Frauen natürlich deutlich mehr. Klar, sind ja auch neurotischer. Hier geht der Graph nur bis 17%, da unten bis 20%. Australien ganz oben dabei, Deutschland, hier der ganze Westen.
Iran lustigerweise auch, Nordamerika, gut, Afghanistan, Kriegsgebiet. Ist auch nicht so wichtig. Wir wollen hier nicht im Detail drauf eingehen. Ich will das echt nur überfliegen. Ich packe das unten rein, wer es sich mal angucken will. Ja, okay, der Anteil, wie viel an allen Erkrankungen das ausmacht. Depression. Ja, jetzt kommen wir genau zu den zwei Indikatoren, die ich dafür sehe. Depression. Grönland 8%. Okay. Naja, 6,3. Deutschland geht noch. USA, ja, das geht noch. Hier sieht man natürlich auch klar wieder die Datenwolke Richtung weiblich. Wundert einen auch nicht. Angststörung wollte ich noch schnell zeigen. Das sind interessante Sachen, aber wir kommen zu Angststörungen, ja. 10%. Deutschland natürlich ängstlich. USA auch. Da sind wir mittlerweile wahrscheinlich wesentlich höher. Da werden wir gleich nochmal weggehen, was zu sagen hören. Ja, auch wieder die Frauen vorne. Gut. Ja, wenn man das alles zusammenrechnet, was hier ist, und dann noch unterstellt, was wir alles an nicht gemeldeten Erkrankungen haben. Ja, also, dass unsere psychische Gesundheit ziemlich, ziemlich schlecht ist, davon kann man ja eigentlich ausgehen. Aber es ist ja schön, nochmal ein paar Dinge belegt zu sehen. Jetzt kommen wir zu Bonelli über das Lebensglück. Sehr gutes Video, auch wenn er die Position des traditionell Konservativen vertritt. Wo ich ja ein bisschen weniger gemäßigt wäre, muss ich sagen, sagt er natürlich viele wahre Sachen. Und das Glücksgefühl der Menschen stark variiert hat im Laufe der 20 Jahre, sondern er hat ein paar Faktoren herausgefiltert. Einige sind sehr interessant, andere sind wieder mehr lustig. Ich lese Ihnen die so vor, wie sie in der Publikation vorkommen. Ein sehr wichtiger Faktor ist ein emotional stabiler Partner. Fürs Lebensglück. Partnerschaft, ja. Die machen glücklicher als emotional instabile, wobei mit emotional stabil und instabil immer Neurotizismus erwähnt wird. Also das werde ich Ihnen nachher noch erklären, was das. Ja, deswegen habe ich die ganze Neurotizismus-Geschichte gezeigt. Also, ja, Frauen deutlich neurotischer. Heißt, ja, fürs Lebensglück wäre es gut, nicht so neurotische Partner zu haben. Ja, heutzutage schwierig, würde ich sagen. Immer schwieriger. Erklärt wahrscheinlich auch diese schöne Grafik. Frauen ohne Egoregulation in ihrer Neurose immer tiefer rein in das Unglück. Das ist eine Darstellung aus der Glücksforschung. Und Männer ohne Ballast immer zufriedener. Könnte man jetzt rein interpretieren. Nun gut. Das genau heißt, und auch der eigene Neurotizismus, also die zwei Faktoren, also es geht um Partnerschaft. In dieser Studie kommt auch vor, dass Verbindlichkeit in einer Partnerschaft eine große Rolle spielt. Je verbindlicher eine Partnerschaft ist, umso glücklicher. Also rein vom Potenzial her. Je unverbindlicher, wenn einer sagt, was war's, ich komme mal mit einem Koffer, aber nicht mit zwei, damit ich schnell wieder weg bin, ne, dann. Verbindliche Partnerschaften sind toll, ja. Wer spricht die Scheidung aus? Wer hat die hypergame Neurose? Wer sucht immer den besseren Deal und hat einen Fuß in der Tür mit seinem Angstwesen? Ist das, dann hat das eben nicht so viel, ich habe jetzt übertrieben, aber so im Wesen her, ja, dann hat das eben nicht so viel Griff. Also erstens das, was aber. Abgesehen davon ist Verbindlichkeit in unserer Zeit natürlich immer weniger angesagt, das immer freiere Ausleben der Instinkte quasi der E-Seite, wenn wir so wollen, ist ja angesagt. Ja, ich hatte ja auch die Studien gezeigt, dass nach 5 Jahren sowieso der Ofen aus ist bei der Frau mit der intimen Anziehung. Insofern ist das ja auch ein gewisser Zwang, der da ausgeübt wird, gerade auf die Frauen, der ja lange Zeit auf die Frauen ausgeübt wurde. Aber ob es am Ende bessere Ergebnisse in der langfristigen Glücklichkeit produziert hat, ist natürlich eine andere Frage. Noch spannender ist das zweite, Lebensziele. Diese Autoren haben unterschieden über 20 Jahre familiäre Ziele, altruistische Ziele und Karriere und materieller Erfolg. Und ganz klar, Glück bringt familiäre und altruistische Ziele, Karriere und materieller Erfolg machen auf Dauer nicht glücklich. Das ist zwar irgendwie, hört sich an wie die Weisheit einer Binse, aber es ist schon wichtig, dass man das mal festmachen kann. Und was besonders beeindruckend für mich ist und was ich nicht wusste, aber gut nachvollziehen kann, ist, dass das in besonderem Maß für Frauen gilt. Also Frauen, die sich konzentrieren auf Karriere und materiellen Erfolg,
sind in der Regel, kippen in die Unglücklichkeit, dass es nur so rauscht. Und das kann ich als Psychiater wieder bestätigen, weil die sitzen in meiner Praxis. Nichts dagegen. Trocken, retourniert, ja, Frauen und Karriere, das funktioniert rein neurologisch, glücksforschungstechnisch nicht. Da kommt nicht ihre Erfüllung her. Bei Männern würde er gleich sagen, es ist umgekehrt. Das ist allgemein auch bekannt. Da wurden die Frauen ein wenig vom Feminismus belogen, glaube ich, an der Stelle. Drittens, die Lebensziele, also das waren jetzt die eigenen Lebensziele, aber auch die Lebensziele des Partners. Und auch hier sind wieder Frauen mehr betroffen als Männer, nämlich Frauen, die einen familienorientierten Mann gefunden haben, zeigen eine deutlich größere Zufriedenheit als andere. Ja, also eine Karrierehasen erwischt zum Beispiel. Ne? So. Ja, der Beta für das langfristige Serotonin und die Sicherheit macht natürlich glücklich, aber den wollen sie ja in der Regel dann noch erst spät haben, wenn wir jetzt zynisch sein wollen, nach der Zeit auf dem Karussell und nach der Karriere mit den eingefrorenen Eiern, dann mit Hypergamma, neurotischer Wunschliste, im schlimmsten Fall. Nun gut. Viertens, der Stellenwert der Arbeit, also der berufstätigen, finanzierten Arbeit. Da geht es darum, dass Menschen unglücklich sind, wenn sie zu viel oder zu wenig arbeiten müssen. Ja, Arbeitslose, ganz ein schweres Leiden, ganz besonders bei Männern. Aber die Überbeanspruchung im Job ist ganz besonders bei Frauen ein Riesenproblem in dieser Studie. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele andere Studien auch finden. Also Frauen leiden darunter, wenn sie in der Arbeit so exzessiv ausgelutscht werden, dass sie kaum mehr zu Atem kommen. Und Männer leiden mehr darunter, wenn sie keine Aufgabe, keinen Dienst verrichten können. Ja, dann haben wir noch. Geringere Stressanfälligkeit. Das hatten wir im Neurologie-Teil 1, glaube ich, und 2. Natürlich neurotischer, ängstlicher, mehr von Cortisol geplagt. Ja, nicht für dauerhaften Stress gebaut, eben eher für Familie gebaut. Ja, nicht alle, aber in der Tendenz sieht er das genau richtig. Glücksbringer sozusagen, Faktoren, die das Glück vermehren, religiöses Engagement, starker Parameter, soziales Engagement im Allgemeinen, Sport. Ja, Sport auf jeden Fall, würde ich auch aus psychologischer Sicht absolut unterschreiben. 30% aller Probleme lassen sich durch Sport lösen, aber auch interessant, religiöses Engagement, wenn es natürlich aus Überzeugung kommt. Ja, da wären wir wieder beim Über-Ich, bei den Über-Ich-Funktionen, die ja immer weiter zurückgehen. Wenn man sie nicht durch eigene moralische Werte und eine gewisse Selbstdisziplin ersetzt, ja, und den Belohnungsaufschub selber hinkriegt, ist es natürlich schön, die Krücke der Religion zu benutzen. Ich bin nicht religiös, sage ich dazu, aber ich gönne es jedem, der es hat, und die Leute sind im Schnitt wahrlich glücklicher an, was auch immer sie glauben wollen. Das muss ich Ihnen auf jeden Fall lassen. Und jetzt wird es ein bisschen was zum Schmunzeln. Gewicht. Und da sind Männer und Frauen aber auch unterschiedlich. Also Frauen leiden sehr, wenn der Body-Mass-Index über 30, also das heißt, wenn die Figur, wie soll ich sagen, mehr in die Breite geht. Männer sind mehr unglücklich, wenn der Body-Mass-Index unter 18,5 ist. Also auch sehr spannend. Ja. Wenn er ein absoluter Spargeltarzan ist, weiß er, er wird nicht selektiert, und Frauen wissen, wenn sie die Sanduhrfigur verlieren und zum Landwal mutieren, dass sie auch nicht selektiert werden. Dann wird es natürlich neumodisch versucht zu beschämen oder den anderen wieder im berühmten Äquivalenzmodus aufzudrücken. Du hast jetzt dick schön zu finden. Die glauben wirklich, dass das funktioniert. Darüber habe ich ja nun genug gesagt. Aber es ist interessant, wie instinktiv natürlich gewusst wird, was die Wahrheit ist, wie sich schön an der Glücksforschung zeigt. So ein Strich in der Landschaft. Warum das so ist, darüber können wir viel spekulieren, aber das Gewicht werde ich jetzt in Zukunft nicht mehr erwähnen, weil das führt uns zu weit. Aber wenn wir zusammenfassen, und das ist jetzt wieder ein intellektuelles Glücksgefühl, zumindest für mich, ich hoffe für Sie auch, also ich fasse diese Studie etwas salopp zusammen in drei Aspekten: Lebensziel, Partnerschaft und Engagement. Wenn Sie einverstanden sind mit dieser Zusammenfassung, dann erinnere ich Sie an Robert Cloninger. Robert Cloninger hat eben unterschieden zwischen Temperament und Charakter.
Und es gibt vier Dimensionen des Temperaments, was macht eben cholerisch, sanguinisch und so weiter aus, vereinfacht. Aber dann sagt er auch, es gibt drei Dimensionen des Charakters, also das ist das, was der Mensch aus sich selber macht. Drei Dimensionen. Erstens innere Ordnung, zweitens Beziehungsfähigkeit und drittens Selbsttranszendenz. Und wenn Sie sich jetzt die Studie, die ich Ihnen vorher vorgelesen habe, zusammenfassen, also Beziehungsfähigkeit, da müssen die beiden mal ordentlich notieren. So, innere Ordnung ist für mich sehr ähnlich mit Lebenszielen. Beziehungsfähigkeit hat sehr, sehr viel mit Partnerschaft zu tun. Na? Innere Ordnung, auch so ein schwieriger Begriff, wenn ich jetzt wieder mal die Mann-Frau-Vergleichslinse drüber lege. Hoffe ich. Sowieso, ist eh klar. Und die Selbsttranszendenz hat sehr viel mit Engagement zu tun. Das heißt, den Rest dieses Vortrags arbeite ich jetzt diese drei Kapitel ab, weil das sind die drei Wege zum Glück. Wohl wissend, dass es das Glück, also den Himmel auf Erden nicht gibt, gibt es doch eine Möglichkeit für den Menschen. So, also ich fasse nochmal zusammen. Ja, soziales Engagement würde ich sehen, Stammeszeit, ja, also mit Menschen was machen, da ändert sich unser ganzer Hormonhaushalt. Hatte ich irgendwo an anderer Stelle schon mal gesagt, dass das Auseinanderdriften oder die Atomisierung der Gesellschaft, dass wir alle nur noch zu Hause hocken bei Amazon bestellen, in irgendwelchen Einzimmer-Apartments uns praktisch komplett voneinander entfernen, bis in den Hormonspiegel hinein sich abzeichnet. Ja, wenn du an irgendeiner fremden Frau vorbeigehst, oder wenn es eine Oma ist, geht dein Testosteronspiegel schlagartig 50% hoch. Wenn wir mit anderen Menschen persönlich und eben nicht über Internet interagieren, reguliert das unseren Serotoninspiegel. Bei den Frauen über das Reden natürlich den Dopaminspiegel. Das geht vielleicht auch über Telefon, das weiß ich nicht. Und viele andere hormonelle Funktionen, die da meiner Meinung nach eine Rolle spielen. Ja, was er anspricht, Partnerschaft, einer der zentralsten Punkte, wird völlig unterschätzt. Ja, brauchen wir nicht, ist egal. Ja. Partner sind austauschbar geworden, die Austauschbarkeit ist maximal, auch durch Online-Dating vor allen Dingen und die neue Dating-Kultur, Cutthroat, ja, sehr urzeitlich geworden. Ja, für viele Männer wird Partnerschaft nicht mehr realisierbar sein. Sieht nicht gut aus fürs Lebensglück. Das steigert sozusagen in meinen Augen nur noch diese Entwicklung, die ich ja immer als den Untergang des Abendlandes beschreibe, diese Erhöhung der Neurotizität und natürlich die Selbsttranszendenz. Das ist auch nochmal spannend. Das ist das erleuchtete Selbstinteresse letztlich auch nach RP. Ja, man muss irgendwas finden, was einen erfüllt. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch nur sagen, das macht wahnsinnig was aus, gerade für Männer, finde ich, aber ich denke auch für Frauen. Das wird dann wahrscheinlich eher was im helfenden Bereich sein, tendenziell. Für Männer eher im kreierenden Bereich, wie wir es kennen. Dass er sich in einer gewissen Weise verhält, dass seine Lebenszufriedenheit und damit insgesamt sein Glück verbessert wird. Erster Weg, die innere Ordnung, beziehungsweise die richtigen Lebensziele versus die falschen Lebensziele. Also ich wiederhole noch einmal dieses, bei Heidi haben wir eben gelesen, beständige familiäre oder gemeinnützige Ziele oder altruistische Ziele machen glücklicher im Vergleich zu karrierematerialen Erfolg. Hier würde ich zwischen Mann und Frau unterscheiden, hatte ich vorhin erwähnt. Frauen kriegen für Altruismus Dopaminbelohnung, Männer eben fürs Kreieren. So, dazu gibt es aus Sicht der Psychologie jetzt einiges zu sagen. Das erste ist diese innere Ordnung innerhalb der Motivation. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, warum wir die Dinge tun, warum wir gewisse machen. Es reicht nicht, Dinge zu tun. Es gibt nichts, was man tun kann, das einen glücklich macht, ohne die richtige Motivation zu haben. Das ist eigentlich ein ganz alter Hut, dem bereits Sigmund Freud nachgegangen ist und besonders seine Schüler. Alfred Adler zum Beispiel stellt zwei Haltungen zur Disposition, nämlich einerseits das Gemeinschaftsgefühl und andererseits das Geltungsstreben. Also es ist entweder ich bin wichtig oder wir gehören alle zusammen. Ich bin Teil einer Gruppe, Gemeinschaftsgefühl. Das sagt Alfred Adler. Und ich meine, ich glaube, ich muss nicht erklären, was der gesunde und was die ungesunde Haltung ist. Fritz Künkel, einer seiner wichtigsten Schüler, den ich heiß liebe und ständig zitiere, also bitte, ich hoffe, ich fadisiere sie nicht, übernimmt diese Dichotomie, aber verwendet andere Worte. Für das Gemeinschaftsgefühl sagt er Wirhaftigkeit oder Sachlichkeit. Was mir eigentlich am besten gefällt, Sachlichkeit. Die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Und für das Geltungsstreben verwendet er Ichhaftigkeit. Also dieses Kreisen um sich selbst. Ja, der starke Ich-Bezug, den man herstellt,
und ohne dass vielleicht einer besteht. Und das ist im Ja, wer braucht immer einen Ich-Bezug? Wer war noch mal solipsistisch? psychologischen Termini wieder ganz eng verwandt mit dem Neurotizismus. Ganz eng verwandt mit dem Neurotizismus. Und hier haben wir wieder einen Querverweis zu dieser Studie, die ich anfangs zitiert habe, nämlich, dass die Menschen mit einem Neurotizismus innerlich unglücklich werden und wenn sie mit einem solchen verheiratet sind oder gar nicht verheiratet sind, was noch schlimmer ist, dann wären sie gemeinsam unglücklich. Ja, weil jeder eben Neurotizismus heißt Angst, also neurotisch Angst um sich selbst, Ichhaftigkeit, anderes Wort dafür, weil sie angstvoll um sich selbst kreisen und was ist mit mir, komme ich jetzt endlich zu kurz und kommen so eigentlich nicht zu dem Schritt, wo sie fähig sind, sich dem anderen zu schenken und dem anderen hinzugeben. Sehr spannend, ja. Der Neurotiker und die Neurotikerin in meinem Beispiel, da Frauen ja da deutlich stärker veranlagt sind, schaffen es nicht, in Beziehungen sich hinzugeben, ja, passt ja wunderbar, drehen sich ichhaft um sich selbst und um ihre Neurosen, wenn nicht um zuletzt auch die hypergame Neurose. Also Egozentrik, die Frau Professor Gerl-Falkowitz hat darauf schon Bezug genommen, Egozentrik ist ein Kreisen um sich selbst, das verhindert, dass der Mensch wirklich in Beziehung treten kann. Wenn ich an der Beziehungsfähigkeit eines Patienten arbeite, dann komme ich immer auf diese Egozentrik irgendwo zu sprechen. Entweder im Sinn einer Ichhaftigkeit oder in Form eines Narzissmus. Der Ichhafte ist Angst, kreist angstvoll um sich selbst, der Narzisst kreist selbstverliebt um sich selbst. Was da besser ist, weiß ich nicht, ne? Genau, auf diese Stelle wollte ich hinaus, dass man endlich mal so eine gewisse bessere Definition für den weiblichen Solipsismus hat, das angstvolle, ichhafte Kreisen um sich selbst. Ja, so sieht's aus. Das weibliche Angstwesen, was ich in der Neurologie beschrieb, ist letztlich auch Grundlage des Solipsismus. Und der kann sich natürlich auch ganz nah und schnell in einen Narzissmus verwandeln. Ich erwähnte es mal im Video, sind alle modernen Frauen Narzisstinnen. Das Ground Zero-Ingredienz für eine narzisstische Beziehung ist, wenn der andere keine Verantwortung für seine Handlung übernimmt. Übrigens das Kryptonit der Frau. Kenner werden es wissen. Also wie es um die Beziehungsfähigkeit der modernen Frau bestellt ist, wenn man das hier betrachtet, ist sehr fraglich. So, und jetzt möchte ich einen kleinen Bogen spannen von Angstwesen hin zu Narzissmus und wie eng das beieinander liegt. So, jetzt hören wir uns ungefähr 6 Minuten Wecknen an. Wenn da was sagt, was nicht durch die Übersetzung flutscht, dann werde ich das natürlich einfügen. A quote from a book titled Nerve, Poise Under Pressure, Serenity Under Stress, and the Brave New Science of Fear and Cool. The book was authored by Taylor Clark and published in 2011, 10 years ago, by Little Brown. And here is the quote. At the turn of the millennium, as the nation stood atop an unprecedented summit of peace and prosperity, anxiety surged past depression as the most prominent mental health issue in the United States. America now ranks as the most anxious nation on the planet, with more than 18% of adults suffering from a full-blown anxiety disorder in any given year, according to the National Institute of Mental Health. On the other hand, in Mexico, a place where one assumes there's plenty to fret about, only 6.6% of adults have ever met the criteria for significant anxiety issues. Ja, Ironie der Geschichte. Die Mexikaner, wo ja eigentlich unterstellt wird, das ist ein Kartell-Shithole, haben nur 6% Angststörungen. In Amerika haben sie Wohlstandsängste bis hin zu 18%. Stress-related ailments cost the United States an estimated $300 billion per year in medical bills and lost productivity. And our usage of sedative drugs has shot off the charts. Between 1997 and 2004, Americans more than doubled their yearly spending on anti-anxiety medications like Xanax and Valium from $900 million to $2.1 billion.
Das war irgendwann zwischen 97 und 2004, wo wir jetzt stehen. Das ist ja mal ganz woanders. Aber es ist ja auch Amerika. Ich denke, es sieht im ganzen Westen nicht viel anders aus. Die Pharmaindustrie will das Problem ja auch finanzstark mit Medikamenten lösen, was auf einer ganz anderen Ebene besteht, über die man jetzt streiten kann. Einige Ansätze habe ich ja versucht zu geben. Einen habe ich dann dabei noch vergessen. Die kurzfristigen Anreize, ja, durch Social Media und Handy-Generationen. Da sehe ich auch einen erheblichen Faktor, auch wenn ich jetzt hier keine Beweise vorlege. Durch die kurzfristigen Dopaminbelohnungen wird mir ja geradezu in die Neurose reingeschubst. Wenn wir vorhin gesehen haben, typisch für Neurose ist Sofortbelohnung. Kann ich nicht auch eine Neurose erzeugen, wenn ich mich ständig sofort belohne? Ja, mittlerweile gibt es ja wirklich Jugendliche und Kinder, die an TikTok-Zuckungen leiden. Kein Witz, das kann man googeln. Das ist ein eigenes Syndrom mittlerweile. Die schauen sich so viele TikToks an. Jedes TikTok ist ja wie eine kleine Bahn Kokain um, dass die am Ende nur noch da liegen und zittern. Ja. Und was das mit einer neuronalen Struktur macht von einem jungen Menschen, das will man sich gar nicht ausmalen, was da am Ende rauskommt. Also wenn da kein Neurotiker rauskommt, weiß ich auch nicht. Und das ist alles noch nicht so alt. Also wir denken das mal 10, 20 Jahre in die Zukunft. Puh, also nun gut, ich will nicht gleich ein Weltuntergangsszenario malen, aber alles, was ich so sehe und höre, vielleicht liegt es am Alter. Ich bin jetzt ein alter reaktionärer Sack geworden und denke, die Jugend ist grausam. Es gibt bestimmt immer Gute, es ist ja auch nur eine allgemeine Betrachtung. Sieht jetzt nicht so toll aus, aber gut, ich bin abgeschweift. As the psychologist and anxiety specialist Robert Leahy had pointed out, the seeds of modern worry get planted early. The average high school kid today has the same level of anxiety as the average psychiatric patient in the early 1950s. Hochinteressant. Das durchschnittliche Highschool-Kind hat dieselbe durchschnittliche Angst wie ein Psychiatrie-Patient in den 1950ern. Wrote Leahy. Security and modernity haven't brought us calm. They have somehow put us out of touch with how to handle our fears. So anxiety is a major issue. In my forthcoming presentations, I'm going to use gender pronouns to reflect clinical facts. Most people diagnosed with narcissistic personality disorder are actually men, but women are catching up recently. Da merkt man, dass das Video zu alt ist. Die neuesten Zahlen, die er preisgegeben hat, selber wieder haben Frauen, Männer im Narzissmus überholt. Ja, auch alle möglichen Cluster-B-Diagnosen gehen durch die Decke nach seinen Worten. Ich habe die Studien jetzt nicht rausgesucht, aber ich glaube das durchaus. Es deckt sich ja auch total an der Stelle. Klar, wenn alle hochneurotisch sind und Neurose der größte Indikator ist für alle anderen psychischen Erkrankungen, gut, was soll aber rauskommen? Still, I'm going to use the male gender pronoun. Everything I say applies to women as well. Let's start with anxiety disorders. The most common is, of course, generalized anxiety disorder, GAD. And GAD is often misdiagnosed Generelle Angststörung wird oft fälschlicherweise. as narcissistic personality disorder. Why is that? How come this confusion between anxiety and narcissism? Anxiety is uncontrollable and an excessive apprehension. Anxiety disorders usually come replete with obsessive intrusive thoughts. Mit obsessiven intrinsischen Gedanken. Compulsive and ritualistic acts. Kompulsiven und ritualistischen Handlungen, Restlessness, fatigue. Rastlosigkeit, Ermüdung, Irritability. Irritierbarkeit, Difficulty concentrating. Konzentrationsschwierigkeiten And somatic manifestations, und somatischen körperlichen Symptomen. such as an increased heart rate, sweating, or in panic attacks, chest pains. By definition, narcissists are anxious. They're anxious all the time. They're anxious for social approval. They're anxious for attention, called narcissistic supply. The narcissist cannot control this need and the attendant anxiety. Because he's addicted to narcissistic supply, he requires external feedback to regulate his internal environment, his labile sense of self-worth. And this dependency makes narcissists irritable. Narcissists fly into rages and have a very low threshold of frustration. Die sind sehr dünnhäutig, ja. Vor allem die männlichen Narzissten werden wahrscheinlich mehr in die offene Rage verfallen, die weiblichen eben in ihre passiv-aggressiven Mechanismen. And exactly like patients who suffer from panic attacks and social phobia, another form of anxiety disorder, exactly like these patients, narcissists are terrified of being embarrassed,
of being criticized in public, of being mortified, of being narcissistically injured. Ja. Wer hat auch noch ein Riesenproblem damit, seinen Ruf zu verlieren? Wer hat unheimlich Angst, aus dem Stamm ausgeschlossen zu werden? Wenn wir jetzt wieder mal die evolutionspsychologischen Parallelen zur Psychologie ziehen, wir wissen es alle. They're constantly on their toes. They are in a state called hypervigilance. They monitor the environment. Die Hyperwachsamkeit von der Steppe, natürlich. Alles narzisstische Eigenschaften. Also nur um mal wieder zu zeigen, wie eng das beieinander liegt. Es wird noch interessanter. All the time. They scan. Is anyone going to insult me? Is anyone going to criticize me? Is anyone going to disagree with me? Wird mir irgendjemand widersprechen? Wird mich einer kritisieren, beleidigen? Ja, wer ist sozial so angespannt? Warum ist das Politbüro denn da? Warum? Weil dahinter eben diese Verletzlichkeit liegt, diese Angst letztendlich. Is anyone going to attack me? They constantly scan like a radar. And so this creates a lot of anxiety. Most narcissists fail to function well in a variety of settings, social, occupational, romantic settings. Many narcissists develop obsessions and compulsions. Exactly like people who suffer anxiety disorders, narcissists are perfectionists. They are preoccupied with the quality of their performance and the level of their competence. As the Diagnostic and Statistical Manual puts it, patients with generalized anxiety disorder, especially children, are, I'm quoting, typically overzealous in seeking approval, and they require excessive reassurance about their performance and their other worries. Wer ist immer validierungsabhängig von den beiden Geschlechtern tendenziell? Ja. And this sentence could easily be applied to narcissists. Both classes of patients, anxious patients and narcissistic patients, they are paralyzed. They're paralyzed by the fear of being judged. Sie sind paralysiert von der Angst, bewertet zu werden. Ja, was hassen Frauen am meisten? Bewertet zu werden, sagte ich an vielen Stellen. Also es liegt wirklich so nah beieinander, deswegen wollte ich das nochmal zeigen. Ich glaube, eine halbe Minute ist noch. Of being found inadequate, of failing, of being criticized as imperfect or as lacking. Narcissists, as well as patients with anxiety disorders, constantly fail to measure up to an internal, harsh, sadistic critic and a grandiose, inflated self-image. Dazu schauen wir uns gleich noch ein Video an. The narcissistic solution, of course, is to avoid comparison and competition altogether and to demand special treatment. Die Sonderbehandlung, das Entitlement, ja, was ich auch an verschiedenen Stellen so beobachtet habe, gerade wenn man sich Social Media anguckt. Claim, the narcissist claims that he is unique, cannot be compared to anyone. Ich bin ein Einhorn. Mhm. Ich bin einzigartig. The narcissist's sense of entitlement is incommensurate with the narcissist's true accomplishments. Und es hat nichts mit den wahren Leistungen zu tun. Okay, an der Stelle gehen wir raus. Das Video ist auch sehr gut, muss ich sagen. Packe ich auch unten rein. Er wird noch sagen, nachdem er jetzt die ganzen Gemeinsamkeiten aufgezählt hat, wo der Unterschied ist. Und das werde ich im nächsten Video nochmal ein bisschen grafisch veranschaulichen. Es geht um die Art der Ego-Verteidigung, logischerweise. Also, ja, während der angstgestörte Codependente eher eben nach innen frisst, autoplastisch, wie man sagt, eine nach innen gerichtete Ego-Verteidigung hat, dahinter vielleicht ein Zauberwald, der das ganze Ding wieder auflöst oder in die Giftmülldeponie der psychologischen Dissoziation packt, hat der Narzisst eine alloplastische, nach außen gerichtete Ego-Verteidigung. Entweder weinerlich oder grandios, also in dem Sinne, ja, die Welt ist schuld, die Unterverantwortlichkeit letztendlich ist nichts anderes als eine alloplastische Ego-Verteidigung, weinerlich, verletzlich, narzisstisch. Und die Grandiose wäre halt, ihr seid alle schlecht. Ich bin der Größte, ihr seid alle schlecht, wie man es halt klassisch kennt vom Narzissten. So, jetzt schauen wir uns mal ein Video an. Das kann sein, dass ich das hier neu schneiden muss. Das sage ich hier an der Stelle schon mal gleich. Ist aus einer aktuellen Serie. Ich werde das im verkleinerten Bild darstellen und irgendwie versuchen, das rüberzubringen, weil es das beste Anschauungsmaterial war, um zu verstehen, wie Narzissmus eigentlich funktioniert und die Ängste dahinter, genau wie er es gerade erklärt hat. Wir schauen mal. Ich lasse es mal so im Fenster laufen und hoffe, dass es durch den YouTube-Filter kommt. Es sind nur knapp 2 Minuten. Es handelt sich um Homelander, wer die Serie The Boys kennt auf Amazon Prime. Sehr interessante Serie. Er ist das Musterbeispiel eines antisozialen
Narzissten. Besser kann man ihn nicht darstellen und spielen. Das ist ein Superman-Verschnitt, für die, die es nicht kennen, so eine Art Anti-Superman, der vorne rum natürlich sehr aufmerksamkeitssüchtig ist und dahinter halt ein psychisches Wrack, was total abhängig ist von Außenvalidierung und dabei noch Leute um die Ecke bringt und grandios ist und alles zeigt. Also besser hat einen Narzissten keiner gespielt als er, würde ich fast sagen. Deswegen finde ich den auch echt großartig, den Schauspieler. Nun gut, schauen wir mal, ob YouTube mich durchlässt. Ist mit deutschen Untertiteln. Why the long face, Tiger? What if I can't handle him? I mean, if Noir ran. Oh, you can handle him. Hier sehen wir im Spiegel dieses False Self, dieses falsche Selbst. Ja, der Narzisst hatte ich ja mal in Vier Säulen der Selbstliebe erklärt, mache ich in einem anderen Video auch nochmal. Spaltet er praktisch als Kind einen Teil von sich ab, wenn es besonders traumatisch ist, als eine Art Schutzbefohlenen, ja, der meistens dem Missbraucher ähnelt in seiner Funktion, der ihn beschützen soll. Ein unsichtbarer Freund, genau. Und hier sehen wir wunderbar das Gespräch zwischen wahrem und falschem Selbst, wenn ich mit Klienten arbeite, die was in der Richtung haben. Das ist jetzt ein pathologischer Narzisst, der eigentlich nicht zu kurieren ist. Das ist so das Extrembeispiel. Aber alle haben ja so einen inneren Dialog. Das Erste, was man aufräumt, ist ein innerer Dialog. Deswegen zeige ich das eigentlich. Ja, wir haben alle so ein inneres Kind, sagt man. Das wäre dann so, der jetzt gerade vorm Spiegel steht, wenn wir gleich noch sehen. Und irgendwie so eine Ego-Projektion. Und wenn die ganz schön weit auseinander liegt, dann ist der innere Dialog meistens nicht allzu dolle. Deswegen muss man eigentlich, wenn man in der psychologischen Arbeit ist, diese Anteile erkennen und befrieden. Und die beiden sind natürlich komplett dissoziiert, aber wir schauen mal. You're the top of the food chain. Hey, hey. When we were kids, alone in the bedroom, I got us through it, right? Der sagt das genau. Als wir als Kinder zusammen in der Strafkammer waren, habe ich uns durchgebracht. Ne? Das ist gerade, was ich ansprach. Perfekt. Don't I always? Always. No matter what. No matter what. And now, I'll get us through this. Just as long as you and me stick together. But I am just talented and they all know I'm a fraud. Now what do you care what a bunch of mud people think? Genau, das grandiose Selbst interessiert nicht, was die anderen denken. Was ich noch sagen wollte, ist, wenn dann eine komplette Abspaltung stattgefunden hat, das wird im neuen DSM so sein, also wenn es keine zwei Selbst mehr gibt, nur noch ein schizoider Kern zurückbleibt, eine komplette Entkopplung stattgefunden hat, das wird der eine im Spiegel auch noch gleich sagen, der wird den am liebsten aus dem Weg schaffen, dann hast du ein wirklich bestätigungsunabhängiges Perpetuum mobile quasi, so einen grandios narzisstischen Psychopathen, der eigentlich gar keine Außenversorgung mehr braucht. Das wäre dann die Endstufe. Das würde der andere auch gerne im Spiegel. Aber meistens sind die beiden eben im Konflikt und der braucht eben immer Benzin, damit er weiter existieren kann und schimpft gerade sein inneres Kind, sein wahres Selbst aus. Come on. Tell me the real reason. I want to hear you say it. Say it! Want them to love me. Yahtzee! Und der Kleine will natürlich geliebt werden, damit er zum Großen werden kann. Das Ganze könnte man auch als manische Episode bezeichnen, ja, so nennt man das, wenn man vom größten Groß ins größten Klein schwankt oder beide sich sogar miteinander unterhalten, was ja faszinierend ist. Pants on fire, you know. It's because deep down there's a part of you that is still human. No. Part of you is a dirty, shriveled, anemic little part of you that still mules for approval and love and a mommy and a daddy and a boo-woo-woo. Sehr stark, ja. Da will der grandiose Part endlich diesen lästigen Part loswerden, diesen ekligen, bestätigungsabhängigen, wimmerlichen Part. Ah. Look at me, Tiger. Look at me. We gotta cut that part of you out like a cancer. Schneid ihn raus wie ein Tumor, das innere Kind, Abtreibung. Ich bin grandios Alpha. Ja, wenn das so funktionieren würde, aber auf jeden Fall kommt nichts Gutes am Ende bei raus. Er ist ja so schon ein ziemlich gefährlicher Typ in der Serie, ziemlich eklig, ziemlich brutal. And then, well then my boy, you can finally be who you were always meant to be. Pure, clean, like marble. Pure, clean, like marble. Herrlich. Ja.
da müsst du endlich rein und grandios und niemand kann dir mehr was und du bist Superman. Oder Homelander in dem Fall. So, da haben wir mal schön gesehen, hier die Brücke geschlagen von einem Neurotizismus zum Lebensglück, zur Angststörung und hin von der Angststörung zum Narzissmus. Ja, buntes Potpourri heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ich war ein bisschen konfus heute, muss ich zugeben. Ich werde es beim Schneiden nochmal angucken, was ich hier alles zusammengestammelt habe. Aber zum Glück bewegt mich das ja nicht mehr so, auch mal einen Fehler zu machen. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren und kritisieren. Damit habe ich persönlich wenig Probleme in der Regel. Damit endet meine Arbeit hier. Oh, beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.